Wenn Pete Doherty das Titelblatt des Daily Mirror oder der Sun ziert, steht nicht Musiker, sondern Junkie drunter. Aber verdammt, seit es sie gibt, haben Musiker doch immer irgendwelche Substanzen genommen. Und er muss es schließlich wissen, denn mit seiner Band Happy Mondays hat Sean Ryder das Motto Dauerbreit und stinkend faul zu einer Lebenseinstellung gemacht. Dieser Band stand ihr Dealer immer näher als ihr Produzent. Ein Lebenswandel, der ihrem Label, dem legendären Factory Records, den Gnadenschuss versetzt und ihrer Heimatstadt Manchester den Spitznamen Madchester einbringt. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen euch und einem faulen Sack? Was? Keiner. Wir sind darin nur besonders gut. Wir sind professionelle faule Säcke. Der Bandname Happy Monday ist eine Antwort auf den Song Blue Monday von New Order. In der von Arbeitslosigkeit geprägten Thatcher-Ära Anfang der 80er kämpft die Band für ihr Recht auf Party. Und wenn die mal wieder bis Montag dauert, umso besser. Einen Job hat hier sowieso kaum noch jemand. Tony Wilson, Journalist aus Manchester, gründet 1978 das Post-Punk-Label Factory Records. Er nimmt Joy Division und später auch New Order unter Vertrag und eröffnet in den 80ern den Hacienda Club, in dem Rock, House und Funk gespielt wird. Eine ganz neue Mischung, die Manchester zum Nabel der europäischen Rave-Bewegung macht. Bei einem Wettbewerb in der Hacienda landen die Happy Mondays 1983 auf dem glorreichen letzten Platz. Grund genug für Tony Wilson, sie zu signen. In Manchester hatte gerade der erste große Supermarkt eröffnet. Ohne große Sicherheitsvorkehrungen, ohne Videoüberwachung. Er war aufgezogen wie ein Tante-Emma-Laden. Nur ein paar Spiegel hier und da. Er wurde regelrecht geplündert. Da sind Leute mit Golfschlägern rausgelaufen, etwa so. Jeder hat geklaut, vor allem die Kids. Sie hatten diese Country-Verstärker, riesige Verstärker, auf denen Country oder Western drauf stand. Die haben wir geklaut und damit unsere ersten Alben eingespielt. Das Geheimnis der Happy Mondays liegt in der Freundschaft zwischen Sean Ryder und Bess, dem Mann, der mehr Ecstasy als Blut in den Adern hat. Obwohl der Freaky Dancer nie ein Instrument gespielt hat, wäre die Band ohne ihn undenkbar. Sean und Bess wohnen Tür an Tür. Und wenn Mr. Ryder seine Mutter besucht, dann nie ohne seinen Kumpel. Dieses Bild hier, das war in Wembley. Wir hatten damals nur solche Mega-Gigs. Kann ich dir was zeigen? Das hier ist mein absolutes Lieblingsfoto von den Happy Mondays. Das erste Mal in Amerika. Der erste Trip nach Amerika, das werde ich nie mehr vergessen. Es war so geil. Ich habe mich als Leadsänger, der total im Mittelpunkt steht, nie wohlgefühlt. Ich mag das überhaupt nicht. Aber es gehört nun mal dazu, wenn du Musik machen willst. Deshalb sollte Bess die Scheißaufmerksamkeit ein bisschen von mir ablenken. Warum habt ihr beschlossen, ihn zu behalten? Haben wir gar nicht. Er ist einfach geblieben. Zu Beginn der Tour ist er auf die Bühne gehüpft. Da hat er die ganze Tour verbracht und ist dann einfach geblieben. Das erste Happy Mondays-Album wird zwar von Velvet Underground-Bassist John Cale produziert, floppt aber total. Dafür findet ein Jahr später das zweite Album umso mehr Anklang, sodass Tony Wilson die Band nach New York auf eine Promotion-Tour schickt. Wir gingen direkt in die City von New York. Dort wollte kein Taxi hinfahren, also mussten wir laufen. Wir sind mitten in der Crack-Szene gelandet. Das war 86, 87 und in New York kam Crack gerade auf.
Wir wollten es finden, sehen, wie man das konsumiert und es in Manchester einführen. Take it back to Manchester. Obwohl die Happy Mondays alles tun, um ihrer Karriere zu schaden, erfolgt 1989 der Ritterschlag in Form eines BBC-Auftritts bei Top of the Pops. Wenn du da spielst, denkt jeder, wow, die haben es geschafft. Dann kommt neben der Musikpresse die nationale Presse ins Spiel. Und die sind hartnäckig. Egal, was du tust, ob Drogen oder Bettgeschichten, es steht sofort in der Zeitung. Ihr drittes Album heißt in Anlehnung an den Ecstasy-Kater Pills, Thrills and Bellyaches, Pillen, Kicks und Bauchschmerzen, und steigt direkt in die Top 10 ein. Mit wachsendem Erfolg wird Sean immer mehr zu einem Chemielabor auf zwei Beinen. Ihr Produzent Tony Wilson verlagert deshalb die Studioaufnahmen zum nächsten Album nach Barbados. Welch großer Fehler! Warum ging es nach Barbados, Sean? Weil es da kein Heroin gab. An die riesigen Mengen Crack und Kokain hatte er natürlich nicht gedacht. Ich war mit der Wahl des Produzenten alles andere als glücklich. Ich wollte warten, bis Oakenfold und Osborne frei sind und mit ihnen was im Stil von Pills and Thrills aufnehmen. Wie hat sich die Unzufriedenheit geäußert? Ich bin nie im Studio aufgekreuzt und war ständig stoned. Dieser Luxustrip kostet Tony Wilson über 300.000 Euro. Das vierte Album der Happy Mondays ist ein Fiasko und Factory Records geht 1992 pleite. Zwei Monate später gibt die Band ihre Auflösung bekannt. Bass wird daraufhin ein Werbestar. Manchester, call the fucking cops! This is Manchester Anthems out now, buy it now. Mad fucking Manchester Album. Sean dagegen verschlägt es nach Australien und er gründet Black Grape. Zwei Alben und drei Jahre später ist er wieder in England, wo er sich bei gefakten Orgien fotografieren lässt, bevor er im Auftrag der Klatschpresse nach Ibiza verfrachtet wird. 1998 steht er für mit Schirm, Charme und Melone vor der Kamera und leiht seine Stimme einem pädagogisch wertvollen Videospiel. I was having a dream. I was wanking over some fat bird's tits when this twat turned up. Macca, you fucking psycho. Aber wirklich stolz ist er darauf, dass er seit 98 nicht mehr heroinabhängig ist. Das war gelogen. Erst seit 2000, oder? Ein paar Jahre danach war es. Wann habe ich das nochmal gemacht? Den Entzug? Nein, das Videospiel. Das war... Scheiße, ja, du hast recht. Du kennst mich besser als ich selbst. Heute arbeitet Sean nebenbei als Ambience-DJ. Eine verdammte Legende. Ich stehe total auf Sean Ryder, Happy Mondays, Black Grape, eine verfickte Legende. 2002 scheint das Kapitel Happy Mondays abgeschlossen zu sein. Doch dann schlägt der Film 24 Hour Party People, eine Hommage an das Label Factory Records, in England ein wie eine Bombe. Die Band nimmt ein neues Album auf und ist auch wieder live zu sehen. Aber die Rüppel-Raver weigern sich standhaft, aus ihrer Vergangenheit zu lernen.
Wir haben mit George Michael gespielt. Haben wir nicht. Wir haben mit A-ha gespielt und nicht mit George Michael. Niemals. Wir mussten ein paar Tage länger bleiben und... Wir haben mit George Michael gespielt. Haben wir nicht. Wir haben mit A-ha gespielt. Da gehe ich jede Wette ein. Wir sollten mit A-ha spielen, sind dann aber bei George Michael gelandet. Ich erinnere mich noch genau. Du erinnerst dich, weil wir da im Publikum waren, aber gespielt haben wir mit A-ha. Wir wollten eh viel mehr Leute sehen als George Michael.